Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute zum Montag wieder mit unserer Markenneuanmeldung der Woche. Und die lautet heute der Startblock. So rein spontan und impulsmäßig denkt man bei einem Startblock an das Podest, von dem die Schwimmer in das Becken springen oder beim Laufen von dem Gerät auf dem Boden, von dem die Läufer sich abdrücken, also von dem klassischen Startblock. Also denkt man hier erstmal typischerweise an Sport. Oder im übertragenen Sinne könnte natürlich auch ein Startblock ein Gründerzentrum sein, das eben Startmöglichkeiten bietet oder hilft, ein Unternehmen anzuschieben. So jedenfalls war mein erstes Gefühl und dann habe ich mir gleich mal die Waren und Dienstleistungen angeschaut, die mit dem Logo der Startblock geschützt werden. Und das sind Waren der Klasse 35, nämlich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet in Bezug auf Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Und die Klasse 44, medizinische Dienstleistungen. Gut, da wäre man jetzt so nicht spontan drauf gekommen. Und dann habe ich mal im Netz ein bisschen geschaut, ob es schon eine Homepage gibt. Und siehe da, tatsächlich gibt es zu der Marke auch einen passenden Internetauftritt unter der Domain www.derstartblock, zusammengeschrieben, derstartblock.de. Und dort lesen wir auf der Über-uns-Seite, im Startblock liegt auf 2000 Quadratmeter der Fokus auf einer ganzheitlichen medizinischen Strategie. Gut, das haben wir jetzt über die Markenanmeldung, über die Klassen schon erahnt. Weiter geht's. Seit Mai 2023 sind mit der Praxis die Sportstrategen, der Reha die Sportstrategen und dem Sanitätshaus Expo, Orthopädie und Unfallchirurgie, Physiotherapie und Fitness sowie Orthopädie-Technik unter einem Dach vereint. Aha, es handelt sich hier quasi um ein Ärztezentrum, wenn man das mal so sagen darf. Und ja, die medizinischen Dienstleistungen und die angemeldeten Klassen passen. Man hätte es weiter ausführen können, aber wollen wir heute nicht so kleinkariert sein. Insgesamt passt die Markenanmeldung zu dem, was man dort vorhat. Und ja, somit ist aus der ersten Vermutung der Startblock, die Marke der Startblock, wäre im Bereich Sport anzusiedeln. Doch wo ganz anders gelandet, aber wie gesagt, insgesamt schlüssig und das kann so bleiben. Das war's auch schon für heute wieder zur Markenneuanmeldung der Woche. Lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und empfehlt mich weiter, denn jedes Abo motiviert mich natürlich weiterzumachen. Und die Markenneuanmeldungen sind ja nur ein Teil unserer Playlist, aber trotzdem immer interessant, denke ich. Das war's dann für heute. Bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wünsche natürlich eine erfolgreiche Woche und bedanke mich, wenn ihr beim nächsten Video, also morgen, wieder mit dabei seid. Servus!